Von welchem, was auch immer. Hier versteckt sich ein Frosch oder ein Chamäleon oder ein Dino. Oh, ich wollte keinen schlagen. Es ist ein Frosch. Weil Frösche in England aus irgendeinem Grund Ribbit machen. Er muss uns jetzt Warzen geben. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir darauf verzichten können. Was gehen wir zuerst ins Geschäft oder zuerst zu ihm? Gehen wir zuerst zu ihm. Ein Heiler, einer, der uns verbrennen kann. Beide Level 7. Wir können es versuchen, aber wir werden es nicht schaffen. Wir hätten es nicht geschafft. Wir gehen, glaube ich, erst nochmal runter. Oder wir gehen hier im Geschäft nochmal gucken. Und, wenn die auch zu stark sind, gehen wir runter. Und folgen denen erstmal. Oh, da ist... Oh. Ich presse immer aus Versehen... Ich drücke immer aus Versehen Leertaste. Ich glaube auch unsere... Oh, da sind noch Süßigkeiten gewesen. Unsere Tasche ist gleich voll. Ja, wir gehen erst nochmal runter. Gucken mal, wo die Monster da hinten... In der Spielhalle. Spielhalle heißt das. In der Spielhalle hin sind. Und, wir kommen jetzt hier auf die Schienen drauf. Was ist das? Ein glitzernder Stoff. Und Süßigkeiten. Steht da eigentlich, welches Kostüm wir damit zusammen basteln können? Die drei haben wir schon. Ja, das wird doch ein Kürbis, oder? Mit. Ich bin mir nicht sicher, was das ist, aber orangene Farbe und irgendwas müssen wir noch finden für einen Kürbis. Und hier beim Schal wissen wir noch nicht, was es wird. Bei dem glitzernden Stoff auch noch nicht. Wir müssen dann noch Fall Valley. Okay, ich glaube, die drei sind die drei, die wir jetzt noch vollenden können. Dann suchen wir noch weiter hier. Vorne geht's nicht weiter. Dann gehen wir wieder zurück. Und gehen da hinten hin. Entschuldigung, bin ich euch im Weg? Ich untersuche den mysteriösen Fall, warum die der Zug nicht mehr funktioniert. Es ist nicht mysteriös, es sind Monster. Ich bin eine Wissenschaftlerin. Ich glaube nicht an solche Fantasiegestalten. Diese Monster sind nur eine unbekannte sind nur unbekannt von einer anderen Galaxie. Und sind nur hier durch ein wissenschaftliches, ist ein Wormhole, ein schwarzes Loch, glaube ich. Aber sie beherrschen Magie. Oder sie sind magisch. Wir haben keine Zeit, mit dir zu diskutieren. Diese Monster haben meinen Bruder entführt und ich muss ihn zurückholen. Dürfte ich euch vorschlagen, dass wir unsere Kräfte von Fantasie und Wissenschaft nutzen können, um sie zusammen zu besiegen.
Meinst du ein Bündnis? Ein Bündnis. Jetzt kann ich euch diese Jogginghosen geben, für ein Kostüm geben. Na klar. Und wir haben Lucy. In, und scheinbar hatte sie überhaupt kein Kostüm an. Ich weiß nicht, was das werden könnte. Eins fehlt uns noch. Sie. Ja, ich glaube, der Ritter ist nicht so cool. Sie bleibt jetzt erstmal der Roboter. Beobachtung. Nichtmenschliche Geräusche voraus. Monster. Und Docilla, das war die Hexe, ne? Kannst du herausfinden, was sie sagen? Du hast mich schon vorher enttäuscht, Bon John. Habe ich einen Fehler gemacht, als ich dir eine zweite Chance gegeben habe? Nein. Beeil dich nur mit den Süßigkeiten, okay? Ich gehe zurück zum Hauptquartier und oder zum zu dem Bus oder und stelle sicher, dass Metxel nicht am Steuer eingeschlafen ist. Hypothese, die Monster benutzen den Zug, um ihre Süßigkeiten zu transportieren. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir die Schienen aufräumen. Die haben aber viele Süßigkeiten. Mal gucken, ob wir was davon haben können. Hey, hast du was gehört? Ihr? Jetzt reicht's. Ich beende das jetzt für immer. Aber immerhin sind wir dieses Mal zu dritt. Und wir haben den Space Ranger, hieß er, glaube ich. Und wir haben den Roboter. Oh, wir haben ja noch gar keinen Battle Stamp gegeben. Das müssen wir dringend danach noch machen. Wir müssen ganz dringend ihn besiegen. Zuallererst ihn. Was? Oh, ich habe Caps Lock gedrückt. Und, was musste ich hierfür machen? Das gleiche. Zumindest ihn haben wir besiegt. Dann, ihn auch. Dann haben wir zumindest nur eine Attacke, die wir abwehren müssen. Das war zu früh. Das war in Ordnung. Das auch. Kommen wir damit zuerst mal ihn an. Dann heilen wir uns. Dann besiegen wir ihn. Bin mir nicht sicher, wie viel Schaden er genommen hätte. Aber wir haben jetzt eh gewonnen. Das ist mit drei Leuten deutlich einfacher und wir haben saure Füße bekommen.
als Creepy Treat. Wir haben ein Level Up und die Bahn läuft wieder. Und hat auch genau 3 Sätze. Zum Glück für uns. Gut, dass wir nicht mehr Leute sind. Dann kommen wir da hinten noch irgendwo weiter. Da können wir weitergehen, aber ich glaube, wir können auch weiter fahren. Ich glaube, wir müssen jetzt auch fahren, wenn wir weiter wollen. Da sind auch überall Augen, aber wir können die ganzen Süßigkeiten überhaupt nicht nehmen, die da drin sind. Was? Es funktioniert. Kinder, wie habt ihr das denn geschafft? Die Monster haben es benutzt, um Süßigkeiten zu stehlen. Ach so, die Monster. Das ist ein guter Witz. Naja, was auch immer ihr gemacht habt, die Bahn funktioniert wieder ordentlich. Ihr könnt sie benutzen, wann immer ihr wollt. Oh, und ich habe auch noch ein paar Reste hier, wenn ihr irgendwas für eure Kostüme braucht. Und wir haben ein Seil bekommen und ich glaube, wir können jetzt unser Kürbiskostüm... Oh, nein, wir können... Wir haben ein Kostüm komplett und wir können es nicht benutzen, weil wir nicht wissen, wie es aussehen soll. Wenn ich das richtig sehe. Ja. Wir gucken noch gerade mal, wo die Bahn noch so hinfährt. Gehen wir aus dem Weg. Mit unserem Level Up können wir, denke ich, jetzt auch oben die Monster nochmal besiegen. Oh, und wir sind... Und einer von den Särgen ist offen. Und sie streiten sich drum, wer denn am besten reinspringen sollte und das mal ausprobieren. Hier oben waren wir schon. Ja, hier sind wir hergekommen. Wir speichern gleich nochmal. Die Polizei hilft uns ja eh nicht und, ist das, wo wir herkommen? Das ist, wo die Vogelscheuche vorher war. Wir einen schnellen Weg zwischen der zwischen dem Einkaufszentrum und der Stadt gefunden. Und damit kommen wir dann bestimmt in die nächste Gegend. Okay, wir können nirgendwo mehr hinlaufen, nur noch mit der Bahn fahren, dann die Bahn ist auch weg. Dann laufen wir doch wieder ins Einkaufszentrum. Da kommt die Bahn hier. Oh, die Bahn kommt wieder. Und sie fährt da lang. Was heißt, dass wir auch schon oben sind? Hier wollten wir ja hin. Dann greifen wir den hier nochmal an. Oh. Ich wollte eigentlich hinter ihm stehen. Das ist ab und zu nicht so einfach zu sehen, ob man jetzt tatsächlich neben oder hinter jemandem steht. Wir greifen definitiv ihn zuerst an. Das war zu spät. Wir greifen ihn mit mehr Konzentration an. Zu früh. Ihn besiegen können in dieser Runde. Aber er hat uns nicht verbrannt. Und wir können ihn definitiv diese Runde besiegen. Das war knapp, aber besser. Und dann greifen wir ihn hier an.